Folge 3 von Phantom Brigade. Ich bin Dennis und wir retten ein Dorf mit unseren Mechs und unserer Zeitvorausschau-Prognose-Technologie. Ach, das ist alles super, Leute. Ein Kampf zu Hause. Wir können da nicht reingehen und rumballern wie sonst, sagt ein Pilot zum anderen. Das ist nicht irgendeine Basis oder irgendein Schlachtfeld. Dort leben Menschen. Menschen. Damit gibt es eine ganze Reihe von Dingen zu berücksichtigen. Es spielt keine Rolle, dass die Zivilisten frei sind, wenn sie kein Zuhause mehr haben, sobald sich der Staub gelegt hat. Hier stehen all dein strategisches Können und dein Training auf dem Prüfstand. Aber ich habe doch gar kein Training. Ich bin doch erst seit 2 Folgen in diesem Let's Play dabei. Das erinnert mich jetzt sehr an Into the Breach, wie ich ja schon mal angesprochen hatte in der ersten Folge von diesem Let's Play, eines der sicherlich Vorbilder für dieses Spiel, aber mindestens mal auch ein fantastisches Strategiespiel. Da gibt es auch viele Missionen, in denen Wohnhäuser, also eigentlich quasi fast jede, in denen Wohnhäuser rumstehen auf den Karten und die Mechs müssen extrem aufpassen, die man selber hat, und Panzer, dass sie nicht die Wohnhäuser beschädigen, weil das halt auch zur Niederlage führen kann. Also anders als in jeder anderen Mech-Franchise, in denen riesige Kampfläufer durch Städte stapfen, ist es hier wichtig, dass die Städte danach immer noch stehen. Ja, das wird oft nicht so drauf geachtet. Die mobile Basis kann den Standort im Voraus scannen und du kannst deine Truppen vor dem Kampf anhand der verfügbaren Informationen anpassen. Prüfe die wichtigsten Aspekte der Mission, die Zusammensetzung des Gegners und die relative Stärke deines Trupps sorgfältig, bevor du den Einsatz startest. Ich sag mal, wir haben ja jetzt auch nicht so viel Auswahl gerade. Wir haben nur 2 Mechs mit einer sehr begrenzten Bewaffnung. Also wir müssen da jetzt einfach nehmen, was wir kriegen können. Auf dem Holotisch kannst du eine Vorschau des Geländes, der Position der Einheiten und der wichtigsten Orte sehen. Hier kannst du sehen, wie viele Einheiten eingesetzt werden können und entscheiden, welche Mechs und Piloten du entsenden möchtest. Ich glaube, ich nehme Kilo und Sierra. Würde ich jetzt mal sagen. Automatisch auffüllen. Hier, aufgefüllt. Eingehende Mission. Nähere dich einem besetzten zivilen Außenposten, eliminiere alle Feinde mit einem ausgewogenen Team und achte darauf, die Verluste zu begrenzen. So, sie haben sich verschanzt wie die Feiglinge, ködere die Feinde, um sie aus der Deckung zu locken oder verwende indirektes Feuer. Über Bande oder was? Es ertönt ein Läuten, aber du kannst bestimmt alarmierte Orte auf dieser Karte zerstören, um zu verhindern, dass dich feindliche Verstärkungen entdecken und eingesetzt werden. Aha, sowas gibt's. So, was hat der Feind? Stufe 1. Eine Mischung aus Reservetruppen, die von exzentrischen Elite-Spezialisten angeführt werden. Was ihnen an Fähigkeiten und Erfahrung fehlt, machen sie durch ihre schiere Anzahl wett. Na, das klingt doch super. Sie sind bereits hier. Die Feinde sind bereit, sofort anzugreifen, also behalte einen kühlen Kopf. Also die warten schon quasi. Sie haben Verstärkung geholt. Die Verstärkung befindet sich im Umkreis, könnte während der Schlacht eingesetzt werden. Mein Trupp hat eine Stärke von 1,3. Sie haben Stufe 1, aber sie sind stärker, haben einen höheren Bedrohungswert, wenn ich es richtig verstehe. So, das sind sie. Auf geht's. Kampf beginnen. Ah, ich freue mich. Ist ein schön designtes Spiel. Also auch wirklich, wie ich sage, es sieht hübsch aus. Menüs auch und so. So many lives lost. So much devastation. This isn't what I wanted for you. I thought you'd be born in a time of peace and prosperity. Of love among people. But the world is so different now. Tanks patrol the streets. Neighbors turn on neighbors. People disappear in the night. They keep telling us this is temporary, that we'll come to love our new way of life. Somehow, I don't believe them. I want to give you the freedom I once had. But how can we few do that alone? We can't keep hope alive for much longer. We pray that someone, anyone, will answer our call. Moment mal, ich hab doch gar keinen blauen Mech. Ich hab die doch gerade anders angemalt. Oder ist das noch jemand? Das ist noch jemand. Gefahr. Von nun an werden die Feinde anspruchsvoller. Erledige die Ziele schnell und gehe in Deckung, um Schaden zu vermeiden. Okay.
Vermeide es, wichtige Gebäude der Zivilisten als Deckung zu nutzen, um sie vor Schäden zu schützen. Scheiße. Ich darf keine Deckung nutzen. Zerstöre diesen Alarmturm, um feindliche Verstärkungen aufzuhalten. Du kannst die Umgebung anvisieren, während du deine Angriffe ausführst. Okay, alles klar. Diese Einheit der Heimatwache hat sich dem Kampf angeschlossen. Nutze ihre Langstreckenwaffe, um Ziele aus der Ferne anzugreifen. Sie werden deine Befehle erwarten. Versuche sie am Leben zu halten. Okay. I try. So, was sind unsere Ziele? Zerstöre den Alarmturm, um den Einsatz von Reserveeinheiten zu verhindern. Gebäude beschützen. Vermeide die Zerstörung dieses historischen Gebäudes, um Hoffnung zu gewinnen. Gibt es da noch mehr oder ist es nur dieses eine? Das ist jetzt erstmal nur das eine. Ne? Das andere sind alles normale Wohnhäuser. Die sind scheißegal. Verbleibende Runden. So, in 4 Runden, wenn wir die Türme nicht zerstören, dann... oder den Turm nicht zerstören, dann kommen Reservisten, beziehungsweise Reserveeinheiten, Nachschub. So, das Fiese ist, dass natürlich jetzt dieses blöde historische Gebäude genau im Weg steht, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Es steht also, beziehungsweise nicht im Weg, aber es steht genau da. Ich kann den Piloten auswerfen. Cool. Weil die Piloten super wertvoll sind, oder was? Gut, dann würde ich mich jetzt mal hier hinstellen... So. Kann ich von hier aus auf den scheiß Turm schießen? Weil dann bin ich nämlich noch in Deckung so ein bisschen. So, dann stelle ich mich nämlich mal hier hin. Und schieße auf den, auf das Türmsche. ...100% Schaden. So, das müsste doch dann eigentlich reichen. So, und kann ich dann nochmal feuern oder bin ich dann zu hot? Also richtig viel Schaden mache ich da natürlich nicht. Aber besser als nix. So, dann haben wir hier drüben noch den Kollegen. Der hat eine Präzisionsgewehr. Primärwaffe ist das Präzisionsgewehr, ne? Das heißt, wir können... Kann ich den bewegen? Den kann ich auch bewegen, okay. Aber an sich steht er da ja ganz gut. Vielleicht stelle ich den aber eher so hier hin und schieße dann... Wen könnte ich denn in der Nähe? Dann habe ich keinen mehr, auf den ich schießen kann. Der muss eigentlich gleich von Anfang an schießen. Weil sonst sind die alle weggelaufen, die Kollegen. Wenn ich nämlich jetzt hier gleich am Anfang feuere, dann kann ich den theoretisch erwischen. Mache natürlich nicht so optimalen Schaden, weil ich zu weit weg bin, aber besser als nix, oder? Vielleicht kann ich damit sie auch von den anderen Einheiten ein bisschen ablenken. So kann ich dann nochmal feuern. So, dann mache ich sogar noch mehr Schaden. Es wird dann schlechter. Nee, dann machen wir das nicht. Dann laufen wir danach. Laufen wir danach irgendwo hin. Aber wo? Von wo könnte ich denn dann optimal vielleicht, dass ich sie von hinten einfach erwische? Er kann nicht so weit laufen, ne? Gut, dann stellen wir uns einfach mal ein Stückchen hier runter. Wieso macht er das denn? Wieso rennt er denn nicht ab dem Moment irgendwie los, wo ich ihm das sage? Sondern gleich am Anfang. Achso, weil man nach Angriffen nicht mehr laufen kann, oder was? Irgendwie so war das doch, oder? Na gut, aber dann schießen wir einfach doch nochmal. Vielleicht können wir ja... 29 ist doch in Ordnung. So, dann soll der zweimal schießen. So, und dann haben wir nämlich noch unseren... Protektor-Kollegen. Protektor. Wo können wir den denn am dürfsten mal hinstellen? Können wir den hier oben hinstellen? So, wenn wir, wenn wir hier oben langlaufen, wo will denn der, wo will der denn hin? Der tut... So, dann stellst du dich da hin und schießt schön auf den Typen hier. Und zwar dann, wenn du optimal in Reichweite bist. So. So, und jetzt probieren wir das mal, würde ich sagen. Achso, kann ich dann noch irgendwas treffen mit dem... Mit dem hier? Nee. Naja, dem Panzer da. Gut, wir versuchen es mal. Auf geht's. So, die Präzisionsschüsse, die...
treffen schon mal. So ein bisschen wenigstens. Das ist schon mal gut. So, der ist jetzt gleich... Ich renne hier einmal quer über die Terrasse. Das ist sicherlich... Freut das die Bürger, dass ich da unterstütze. So, der schießt hier irgendwie auf das Gebäude. Das ist natürlich unschön, aber... So, der Alarmturm ist hin. Was ist denn das Geiles? Der hat Raketen, die Sau. So, jetzt hauen wir... Oh, schöner Treffer, aber leider halt nur einer. Einheit wird beschädigt, das heißt, er überhitzt gerade. Das ist gut, der Panzer ist beschädigt. Und noch ein schöner Treffer. So, das war's. Sie haben unseren Alarm ausgeschaltet, es kommt keine Verstärkung. Also ist jetzt nicht die Zeit, um nachlässig zu werden, sagt der Gegner. Zu Recht, denn wir haben ihren Alarm ausgeschaltet. Wir sind halt sehr toll. So, dann würde ich sagen, greifen wir... Am besten kann ich von da aus die Kollegen hier angreifen. Die stehen ja eigentlich sehr, sehr perfekt hier. Oh, das ist leider... Werde ich da schnell überhitzen, wenn ich das jetzt so zackig mache. Der Panzer bewegt sich auch gar nicht mehr. Das heißt, ich müsste eigentlich... hier gut treffen können. Der Knilch rennt weg, der Feigling. Das heißt, den können wir vielleicht abfangen, indem wir hier runter marschieren und dann versuchen, den hier... Der läuft ja dann doch eine ganze Weile hier optimal sozusagen durch meine optimale Schussreichweite. Müsste ich ja eigentlich eine Chance haben, den mehrmals optimal zu erwischen. Und El Protectore, der kann doch denn hier direkt mal... Vielleicht kann er ja einmal noch hier direkt feuern. Wenn er... Ah, danach kann er nicht mehr laufen, ne? Das war wieder die Geschichte. Genau. Ja, gut. Nee, dann laufen wir erstmal. Dann laufen wir hier hinterher. Laufen hier einmal runter. So. Und schießen dann auf den Panzer. Können wir dann nochmal schießen oder sind wir dann überhitzt? Sind wir überhitzt. Aber ein bisschen warten dann nicht. So, dann machen wir das jetzt. Ein bisschen verlangsamen. So, hier hinten kommen die Fernschüsse, die leider durch das Haus nicht so richtig durchgehen. Da muss man schon ein bisschen genauer treffen. Doch, da ist er hin, da ist er hin. Sehr schön. So. Die feuern hier auf meine Max. Treffen hoffentlich nur so bedingt. Ja. Gar nicht getroffen, sehr schön. Diese langsam vorlaufende Zeit, die ist schon sehr cool. Hier schießt er wieder eine Rakete ab. Sackgesicht. Was soll denn das? Das sind noch Zivilgebäude dazwischen. Aber die fliegt jetzt hier nach oben, könnte tatsächlich treffen. Na, oh, fuck das. Ich hoffe, die Leute wurden evakuiert vorher. So, jetzt schießen wir hier mit meinem Sturmgewehr hinten von dem Assault Dude hier drauf. Ah, das macht ordentlich Schaden, das gefällt mir. So, und jetzt müssten wir auch ungefähr an dem Punkt sein, wo wir hier den Angriff starten. Feuer! Gib ihm! Ja, ganz gut, aber leider von vorne getroffen. Logischerweise, wir zielen ja auch von vorne auf ihn und der von vorne ist ja natürlich gut gepanzert, der Tank. Jetzt eher so von der Seite haben wir ihn schon nochmal ordentlich erwischt. So, jetzt ist es aber im Endeffekt auch schon fast geschehen um den Gegner. Er hat eigentlich nur noch den Mech hier. Und der ist überhitzt. Bedeutet das das? Das bedeutet das, oder? Dann würde ich jetzt mal hier so ein Stückchen hinterherlaufen und versuchen dann... Da ist er schon ganz schön weit weggelaufen, der gute Mann. Aber im Endeffekt sollte das doch reichen, wenn wir jetzt hier dann auf ihn schießen. Okay, vielleicht brauche ich dann doch die Sekundärwaffe. Vielleicht ist das doch besser, weil dann kann ich nämlich... 13, ugh. Aber hier oben müsste es doch dann ganz gut laufen, oder? Hier, so, hier ist er bei 94. Das sieht doch ganz gut aus. Dann starten wir halt, wenn er bei 70 ist ungefähr und
gehen dann noch weiter hoch. Okay. So, und er schießt, der Protektor schießt direkt nochmal auf den Panzer. Ich meine, es gibt ja überhaupt keinen Grund, das jetzt nicht zu machen. So, hier das mit dem Überhitzen, das ist natürlich ein bisschen doof. Das habe ich vorhin dann nicht mehr so richtig gesehen. So, hier sind wir doch genau an der richtigen Stelle. Auf geht's. So. Ach, der ist hin. Guck mal, das ging ja schnell, weil ich noch einen Schuss sozusagen frei hatte. Jetzt bin ich aber überhitzt. So, jetzt müsste Kilo jetzt hier direkt gleich schießen. Und hat ihn fast erledigt. Jetzt kommen noch die Fernschüsse von da oben, beziehungsweise die Sekundärwaffe. Das hat aber immer noch nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Der gilt als tot. Alles gut. Sehr schön. Ha! Das hat doch geklappt. Sieg. Alle Feinde wurden eliminiert. Das mag ich. So, Belohnung, verwahrte Gegenstände, keine Kosten. Da haben wir ein Präzisionsgewehr gefunden und eine S5 Feuerwand. Also ein Schild. So, und jetzt können wir hier ein paar Sachen einsammeln. Da können wir wahrscheinlich sogar ein paar mehr Sachen einsammeln. Jetzt nehmen wir mal die Arme und Beine hier mit. Den Torso können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Das schadet doch nicht, oder? So, zack, alles mitgenommen. Einer meiner Piloten springt aus seinem Mech, das Gesicht durch die Hitze des Gefechts und den Rausch des Sieges gerötet. Beweisen wir endlich, dass diese Gerüchte von der Befreiung wahr sind, ruft er, woraufhin die restliche Crew jubelt. Vor euch liegt eine beschwerliche Reise, aber man sollte nie unterschätzen, wie wichtig Hoffnung sein kann. Sie hat den Zivilisten so lange und unter widrigsten Bedingungen Kraft gegeben. Vielleicht kann sie auch euch Kraft geben. Wenn du diese Provinz sicherst, was hält dich dann noch davon ab, das Heimatland zurückzuerobern? Die gesamte restliche Armee. Vermutlich. Dank deiner jüngsten Bemühungen sind die Zivilisten vorerst sicher. Doch du hast einfach nicht genug Leute, um das Gebiet dauerhaft zu halten. Um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, musst du die Heimatwache anfordern, bevor die Invasoren die Gegend erneut besetzen können. Du hast genug Momentum aufgebaut, um die Kontrolle über die Provinz zurückzugewinnen. Als du deiner Crew die Nachricht überbringst, ist ihnen die Vorfreude und Nervosität deutlich anzusehen. Das war immer euer Ziel. Alles klar. Ihr seid zwar nur eine kleine Rebelleneinheit, aber mit eurer Prognosetechnik könntet ihr das Blatt in diesem Krieg wenden. Einer deiner Piloten lässt sich mit einem breiten Grinsen in einem der Sitze sacken. Worauf warten wir denn noch? Fragt er. Jetzt gibt es kein Zurück. Als Guerillatruppe kannst du das Gebiet nicht allein gegen die feindlichen Truppen halten. Das Dorf, das du heute befreit hast, wird nicht lange so bleiben, vor allem wenn der Feind eine neue Garnison entsandt hat. Um die Befreiung des Heimatlandes voranzutreiben, benötigst du die Hilfe der Heimatwache. Kämpfe um die Provinz, um die Heimatwache herbeizurufen. Die Heimatwache wird den Feind angreifen, ihn in die Enge treiben und dir die Möglichkeit geben, wichtige Ziele anzugreifen. Der Feind wird keine Standorte zurückerobern, wenn er abgelenkt ist. Das Dorf, das du befreit hast, wird sein geringstes Problem sein. Okay. Du kannst die Heimatwache zum Kampf um diese Provinz auffordern. Deine Brigade kann eine Provinz nicht allein halten, aber das Angreifen von wichtigen Zielen und das Wenden des Blattes auf bestimmten Schlachtfeldern wird der Heimatwache dabei helfen, das zu erreichen. Also Heimatwache ist einfach ein komisches Wort. Ich hätte gesagt, das ist einfach die Miliz. Das sind also praktisch die Leute in der Gegend, die sich bewaffnen und dann eben dort darum kämpfen. Wahrscheinlich auch eher mit Guerilla-Taktiken. Der Zustand der verbündeten und feindlichen Truppen ist oben zu sehen. Ziemlich ausgeglichen. Die Provinz wird befreit, wenn die feindlichen Truppen erschöpft sind und verloren, wenn die Heimatwachentruppen ausgehen. Die Heimatwache wird während des gesamten Konflikts Ziele festlegen. Schalte sie aus, also nicht die Heimatwache, sondern die Ziele, um die Kampfkraft des Feindes zu schwächen. Panne. Das musst du hören. Dieser Commander, den die Heimatwache jagt, hat mit seiner Patrouille eine Panne. Dein Scout deutet auf eine Stelle auf der Karte. Das ist die Gelegenheit für einen Hinterhalt. Einer deiner Piloten trommelt mit den Fingern nervös auf das Bedienfeld, als er diese Nachricht hört. Wenn wir jetzt zuschlagen und ihren Kommandanten kriegen, wird er keine Truppen mehr in die Dörfer führen können, sagt er und trommelt noch stärker. Damit würden wir die Leute befreien. Ich finde immer schön, wie sie so die noch versuchen, irgendwie so einen, keine Ahnung, Kriegsfeeling aufzubauen durch solche kleinen so Szenen aus den Kommandostellen oder aus dem Cockpit und so. Aber im Endeffekt könntet ihr auch einfach nur sagen, ja, da ist halt, der ist halt liegen geblieben, jetzt greift den an. Also dieses, das ist schon sehr sinnlos, dieses Gerede quasi. Aber ist egal, es ist für die Stimmung. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir beim nächsten Mal den liegen gebliebenen
den liegen gebliebenen Kommandanten anzugreifen. Aber welcher ist das denn jetzt? Wäre das jetzt dann hier diese Geschichte? Vermutlich schon, oder? Ja, keine Ahnung. Wir werden das herausfinden in der kommenden Folge. Jetzt machen wir erstmal Pause. Und nächstes Mal kämpfen wir dann weiter um unser Land mit weiterhin unseren zwei Mechs. Ich glaube, wir haben weiterhin nur zwei. Wir können aber gucken, dass wir sie noch ein bisschen upgraden. Wir haben ja jetzt gerade eben noch ein paar Bauteile gefunden. Es wird also immer alles nur noch besser. So Leute, weiterhin. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, weil Phantom Brigade macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe da Freude dran. Die Story ist jetzt vielleicht nicht das Beste seit geschnitten Brot. Da lag offensichtlich nicht die Priorität Nummer 1 drauf. Aber spielmechanisch und von der gesamten, vom User-Interface, also der Bedienoberfläche hier, das ist alles, das gefällt mir alles wirklich hervorragend. Die Grafik ist auch echt klasse für so ein kleines Indie-Spiel. Also rundrum, bis auf die Story, da geben sie sich halt einfach ganz bewusst keine große Mühe. Das merkt man ja von vorne bis hinten. Ich meine, die Länder haben nicht mal einen Namen so richtig. Also die Provinz hat jetzt einen Namen, aber also es wird ja auch immer nur über den Feind geredet. Man hätte sich ja wenigstens mal so ganz zurückgenommen, aber man hätte sich ja trotzdem mal ein bisschen so eine Art Fantasy-Welt ausdenken können. Mit ein paar Ländern, ein paar Volksnamen, die irgendwie, ja, das ist ja die Befreiungsarmee von Ostalia und die greifen jetzt Westerosi an, nee, Vestalis an oder so. Ja, okay, es ist jetzt auch nicht so da die hohe Kunst, aber dann hätte man wenigstens das Gefühl, dass es nicht alles so vage bleibt. So, ja, wir sind die Befreier und das sind die Feinde, das klingt immer so ein bisschen, ich weiß nicht. In meinem Kopf entwickeln sich da halt keine geilen Bilder. Selbst wenn ich nur irgendwelche generischen Fantasy-Namen habe, kann ich mir eher was drunter vorstellen, als jetzt hier von so einem Dina-Blank-Militärgerede. So, weiß ich nicht, da ist halt nichts dahinter. Ja, weiß ich nicht. Also das ist ein bisschen schade, aber das soll uns nicht davon abhalten, ganz viel Spaß mit diesem schönen Taktikspiel zu haben. Und ich denke, wir werden auch in den kommenden Folgen weiterhin viel Spaß damit haben. Also schaltet wieder ein und wenn ihr kein Video verpassen wollt, drückt doch mal einfach aufs Abonnieren-Knöpfchen hier im Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.